sind, um ins Semifinale einzuziehen. Ishikawa hoch aufgeworfen. Zählen. Wenn ihr ein paar Mal hintereinander solche Rallyes gelingen, solche Punkte gelingen, unter Druck setzen. Na, wieder. Parallel gespielt ist eine Linkshänderin, Ishikawa. Die möglichst schnell auch unter Druck zu setzen, anzugreifen. Viele sie sich einen dritten Satzball. Ja, diesmal von Li Jiaojia. Muss sie sich selber holen. Sich zusammen. Sehr schöne Angriffe, zweimal hintereinander mit dem eigenen Aufschlag und ist auch von ihr. Zeigt ihr, das kann ich auch. Ah, doch. Gut so, frech ihr Spiel weiter. Zeigt er überhaupt keinen Respekt. Das zweite Viertelfinale jetzt parallel gespielt wird. Die Gegnerin, die Siegerin von dieser Partie eben. Also da ist auch noch alles offen. Der Rückhand und der Wechsel auf die Vorhand. Noch vier. Boah, tolle Serviceannahme. Und trotzdem perfekt gelöst von Li Jiaojia. Witzigkeit verloren, diese zu Beginn ausgezeichnet. Ishikawa hat es immerhin wieder bis ins Viertelfinale geschafft. Aber wie es ausschaut, als hier am Center Court 2:2. Fast unmöglicher Position bringt die da dann noch extrem. Ja, Wahnsinn.
Toll gespielt, 11-2. Damit gewinnt sie mit 4-1 noch gegen die Nummer 1 der Welt. Sie ist erst 18, schon die Nummer 7 im 6. Turnier in Folge, zumindest im Viertelfinale, wo sie heute gescheitert ist hier.